Die Gedanken sind quer, was soll man noch sagen? Tagtäglich ist es schwer, überhaupt zu ertragen. So laut sie auch stören, ich kann's nicht mehr hören. Egoman und vulgär, die Gedanken sind quer. Egoman und vulgär, die Gedanken sind quer. Ich bin Lars und von der IG Metall und habe gesagt, ich möchte zumindest mal den Pride Month erwähnen, weil da die LSBTQ-Community eine wichtige Zeit ist. Denn besonders in diesem Monat weist die Community einmal auf die Geschichte hinter der Community hin für den Christopher Street Day. Der Christopher Street Day, an dem die ganze Welt auf Paraden und Partys gefeiert werden, hat im Kern eine politische Mondschaft. Der Pride Month, der die LSBTQ-Community findet jedes Jahr im Juni statt und alle queeren Menschen sollen die Möglichkeit haben, den Stolz, daher auch Pride Month, für die Offenheit mit ihrer Sexualität zu feiern. Mit queer sind alle Menschen gemeint, die nicht der heteronormativen Norm entsprechen, also zum Beispiel Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transmenschen und andere aus der Szene. Der Höhepunkt ist dabei der Christopher Street Day, der an die Nacht vom 27. auf den 28. Juni 1969 erinnern soll, in der sogenannten Stonewall-Aufstand stattfand. Damals stürmten Polizisten in der Christopher Street in New York gewaltsam die homosexuellen Bars Stonewall Inn, aber ein Großteil der Besucher widersetzte sich der Verhaftung. Das war ein sehr wichtiger Wendepunkt der LSBTQ-Community im Kampf für die Gleichberechtigung. Vielen Dank. Russland ist kein Volk, das darauf angelegt ist, durch Aggression andere Länder zu erobern. Das widerstrebt der russischen Mentalität. Und warum sind Sie dann in die Ukraine eingemarschiert? Ja, ich habe ja gesagt, ich lasse mich jetzt von Ihnen jetzt nicht in Widersprüche verwickeln. Also, hör mal, Freundchen, jetzt komm mir aber nicht mit Fakten, du. Ja.